herzlich willkommen zurück. Heute komme ich gleich auf den Punkt. Ich zeige euch bei einem Einser-Fokus, wie man die Türgriffe außen ausbaut, um sie zu lackieren oder die Türschlösser zu wechseln, wenn die bei euch eine Macke haben. Los geht's! Wer einen 1er Vor-Facelift-Fokus fährt, also einen Fokus, bei dem die Frontblinker noch an der Stoßstange vorne sind, kennt eventuell das Problem, dass bei Wärme oder Kälte sich der Fokus selbstständig auf- oder zusperrt. Und das ist eine Fokuskrankheit, die Tatsache nur die 1er Vor-Facelift-Modelle bis Baujahr 01 betreffen, denn in diese Schlösser, die da hinten sind, krabbelt gerne Feuchtigkeit und dann die Symptomatik ist unterschiedlich, das Ergebnis immer dasselbe. Der Fokus sperrt sich entweder selbstständig auf oder, viel blöder, er sperrt sich selbstständig zu. Und um diese Problematik zu beheben, gibt es einen ganz einfachen Kniff, eine ganz einfache Lösung. Und zwar baut ihr die Schlösser vom Ford Focus Facelift ein, also von dem Modelljahr ab 09/2001. Oder kurz gesagt, bei dem Fokus oder von dem Fokus, bei dem die Blinker nicht mehr in der Stoßstange, sondern im Scheinwerfer selbst sitzen. Diese Schlösser sind von Ford überarbeitet, sind innerlich besser gedichtet und damit kann euch das ganz einfach nicht passieren. Und wenn ihr dabei seid, zeige ich euch auch gleich noch, wie man außen die Türöffner ausbaut, damit ihr die eventuell lackieren könnt. Denn das ist ja eine ganz einfache Aufwertung des Fahrzeugs. Diese Dinger hier. Denn das Ganze geht miteinander einher. Und wie es genau geht, zeige ich euch jetzt. Wer mir schon länger bei YouTube folgt, kennt diesen Fokus. Das ist mein ST170, der bald kein ST170 mehr ist, denn der bekommt einen neuen Motor. Und zwar einen kraftvollen 1,6er. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Ich habe in einem anderen Video schon angefangen, die kompletten Türen zu schlachten, also die Fensterheber und auch die Spiegel auszubauen. Und da mich jemand angeschrieben hat, ob ich ihm helfen bzw. zeigen kann, wie man die Schlösser wechseln kann, mache ich das natürlich hier. Wie ihr die Türpappen und das ganze Gedöns abbekommt, zeige ich euch in dem Video, was gerade rechts oben in der grauen Infobox eingeblendet wird. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euch direkt an die Schlösser machen. Die baue ich hier auch aus, denn das sind sogenannte Doppellockschlösser. Das heißt, wenn ich den Fokus zweimal verriegel, bekommt man ihn nicht nur von außen nicht mehr auf, sondern auch noch von innen. Das Werkzeug, was ihr dazu braucht, ist 0815, einfaches Werkzeug. Und ihr braucht da kein großes handwerkliches Geschick. Und wir fangen jetzt mal zusammen damit an. Wir befinden uns jetzt in der vorderen Tür. Ihr müsst, wenn ihr das Schloss ausbauen wollt, die Scheibe ganz nach oben fahren. Ich habe sie hier nur mit Tape fixiert. Normalerweise übernimmt das der Fensterheber, der aber hier schon ausgebaut ist. Und dann habt ihr einmal da eine Schraube und hier drüben in diesem Loch, ich hoffe mal, die Kamera fängt es ein, ja, da müsste sein, ist auch eine Schraube. Das ist einfach nur eine ganz normale 20er Torx. Die steckt ihr einmal da rein und einmal in das Loch und macht als allererstes diese beiden Schrauben raus. Rechts, das ist die kleine, die kommt nach vorne, links die lange kommt nach hinten. Wenn ihr die Schrauben rausmacht, braucht ihr keine Angst haben, es kann nichts nach innen durchfallen. Und diese beiden Schrauben, ich lege sie mal rein, haben wir abgemacht, weil wir jetzt als allererstes den Türgriff hier außen entfernen müssen. Als Werkzeug nehmen wir uns wieder unseren hilfreichen Plastikkeil. Ihr zieht den Türgriff auf, geht mit dem Plastikkeil unter die Abdeckkappe bzw. unter die Dichtung, wackelt ein bisschen und dann habt ihr auch schon die Kappe in der Hand. Die ist nur eingeklipst, dreht ihr einfach nach vorn raus. Schon habt ihr das Ding in der Hand und hier hinten habt ihr auch das Schraubenloch von gerade. Den Türgriff könnt ihr ganz leicht entfernen, einfach gegen die Fahrtrichtung, also nach hinten. Einmal schieben, nach vorne rausziehen und ausklipsen. Damit haben wir den äußeren Türgriff abgebaut. Wenn ihr die Dinger jetzt lackieren wollt, ist jetzt der optimale Zeitpunkt. Was ihr auf keinen Fall verbummeln dürft, ist dieses kleine, süße Plastikteil. Denn das ist der Halter, in den die kleine Schraube geschraubt wird, die letztendlich auch den Türgriff hält, damit dieser nicht rumwiggelt. Den könnt ihr ganz einfach rausnehmen, indem ihr von innen in die Tür greift, das innere Schloss, also den Mechanismus, nach innen wegzieht. Da hat es Klong gemacht. Dann könnt ihr den Plastikkeil einfach nach vorne rausschieben. Wichtig, aufheben. Ebenso wie die Dichtung, die ist nur eingeklipst.
die hintere natürlich auch. Als nächstes müsst ihr diese drei Schrauben wegmachen, die das komplette innere Schlossgestell hält. Hier kann es ein bisschen unterschiedlich sein. Hier sind es witzigerweise Kreuzschlitzschraubenzieher. Eigentlich sollten es Torx sein. Vielleicht war ja schon mal jemand dran. Die machen wir jetzt, wie gesagt, auf. Vorher macht ihr auf der Innenseite noch den Stecker ab, denn wenn dieser noch dran ist, könnt ihr natürlich zum Schluss das Schloss nicht rausnehmen. Ist meist mit ein bisschen Klebeband umwickelt, das könnt ihr aber abmachen. Dann drückt ihr hier unten diesen kleinen Entriegelungsmechanismus, dann könnt ihr den kompletten Stecker nach unten hin wegziehen. Das Schloss ist jetzt innen wie außen komplett lose. Jetzt habt ihr hier in der Tür eine riesengroße Öffnung und dort muss das Schloss raus. Und schon ist das ganze Ding ausgebaut. Hier unten sitzt normalerweise die ganze Elektrik, die dafür sorgt, dass der Fokus auf und zu geht über die Zentralverriegelung. Wie gesagt, in diesem Bauteil ist gerade beim 1er Vorfacelift immer mal wieder der Wurm drin. Baut euch das Teil vom Facelift ab 09/2001 ein, habt ihr nie wieder Probleme damit. Wenn ihr auch diese Türgriffe, also die inneren Türgrifföffner, wechseln wollt, könnt ihr das jetzt auch machen. Entweder ihr wechselt den kompletten Bautenzug mit dem Griff dran, der ist nur da eingeklipst, oder hier oben eingeklipst. Es gibt drei verschiedene Varianten. Einmal diesen silbernen, die sind beim ST170 verbaut, dann den ganz normalen, einfachen Stino schwarzen und dann noch den verchromten vom GIA. Die Griffe passen untereinander alle in jedes Bautenzugsystem. So einfach geht's vorne. Hinten ist es minimalst aufwendiger. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Die Technik, die den äußeren Türöffner hält, ist prinzipiell ein und dieselbe. Da eine Schraube und dann habt ihr da hinten eine Schraube. Die ist allerdings versteckt und an die kommt ihr nur ran, wenn ihr die Fensterführung für die hintere Scheibe demontiert. Einmal hier eine Schraube und einmal hier unten eine Schraube. Danach den kompletten Riegel nach oben rausschieben, dann könnt ihr ihn rausnehmen, habt ihr in der Hand und letztendlich müsst ihr noch diesen Blindstopfen wegmachen, damit ihr an den Türgriff bzw. an dessen Schraube rankommt. Und fertig mit dem Ausbau vorne und hinten. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge sollte jedem klar sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video ein wenig unter die Arme greifen. Wenn ihr mehr Tipps, Tricks, Umbaustories, Projekte, was auch immer zum Thema Ford Focus 1 haben möchtet, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Lasst mir dort gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleibt im Fokus.